Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Herzlich willkommen, neue Staffel. Wir sind zurück im Jahr 2020 auf ein Bier mit. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen an Sie. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Norbert Haug, der frühere Motorsportchef von Mercedes. Herzlich willkommen. Zum Wohl. Zum Wohl. Eigentlich muss man ja, um warm zu werden, erstmal nett sein. Aber ich muss schimpfen, sage ich jetzt mal. Herr Haug, wissen Sie, wie viele schlaflose Nächte ich so im Alter mit 14 ungefähr, 14, 15, wie viel schlaflose Nächte ich hatte, weil ich nachts aufstehen musste, um Formel 1 zum Beispiel in Australien zu sehen, mit Häkkinen, mit Coulthard. Sie sind der Macher damals gewesen. Sind Sie da noch stolz drauf? Wenn mir Ihre Kollegin das erzählt hätte, wäre ich stolzer. Aber wieso, was wäre der Unterschied für Sie? Ich glaube, wenn eine Frau eine schlaflose Nacht hat, das gefällt mir eigentlich besser. Aber ist auch für Sie okay. Schon, oder? Ja. Was war das für eine Zeit, wenn Sie heute zurückschauen auf die Zeit damals? Also erstens mal, bei mir war es nicht so früh wie bei Ihnen. Bei mir war das schön um Nachmittagszeit. Aber ich kenne das natürlich auch. Und hatte auch vor meiner aktiven Zeit, also als ich noch als Journalist unterwegs war, kenne ich auch die 4 Uhr Aufstehzeit, um Rennen anzugucken. Und mittlerweile ist ja das alles ein bisschen gemäßigter, fängt erst um 7 an, auch jetzt die Zeitverschiebung. Also man hat sich da ein bisschen, sag ich mal, zuschauerfreundlich aufgestellt, dass hierzulande schon 7 ist und nicht mehr 4. Aber es war tatsächlich 4 Uhr früher. War so, ja. Sie werden lachen, dass ganz viele mich darauf schon angesprochen haben. Auch ähnlich wie Sie und gesagt haben, wir haben schon eine Nacht zusammen verbracht. Meistens auch Männer, aber. Und dann, wir haben eine Nacht zusammen gearbeitet. Ja, ich vom Fernseher und Sie im Fernseher. Ja. Also es gab viele, die da immer geguckt haben, ja. Wie großartig ist es heute noch mal zu sehen und dran zu denken, wie Sie damals ja tatsächlich die Mercedes in der Formel 1 wieder so weit nach vorne gebracht haben, überhaupt wieder dahin gebracht haben? Also was mich echt begeistert, das ist jetzt schon eine Weile her, also gerade die Anfänge sind, die Anfänge waren 1992, das ist ja ewig eigentlich schon her, als wir in der Formel 1 wieder angefangen haben. Und das Ende war bei mir Beginn 2013, auch schon wieder 7 Jahre her. Aber dass das noch so lange nachhalt, also egal, das passiert immer wieder, mal bei einer Veranstaltung, in der Tankstelle, dass ich angesprochen werde und auch der Mika und der Michael und damals so tolle Zeiten, toller Sound. Das ist schon, ja, wenn das 10 Jahre später noch nachhalt, ist eigentlich schon. Ja, da muss vielleicht doch was Gescheites gewesen sein, wer weiß. Toller Sound, haben Sie schon gesagt, da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Wir sprechen auch darüber, wie sich die Formel 1, wie sich der Motorsport, wie sich alles verändert hat. Aber David Coulthard und Mika Häkkinen, sind Sie noch in Kontakt? Ja, total, total. Das ist ja auch so eine Einmaligkeit, also dass man mit den Rennfahrern im Team so lange Kontakt hat. Tatsächlich habe ich vorletzten Samstag bei einem Digitalkongress am Nürburgring, den David Coulthard, der war als Speaker gebucht und ich auch. Und wir wussten beide nichts voneinander. Die Agentur hat mir das gesagt, David kommt auch. Und ich habe gesagt, weißt du das, dass wir uns da treffen? Er hat gesagt, nein, habe ich gesagt, sagen Sie mal nichts. Und da ist mir aufgefallen, ich habe den davor ein halbes Jahr lang nicht gesehen, aber wir hören immer mal wieder und schreiben uns und so weiter. Und das ist ein ganz emsiger Bursche, der ganz viel arbeitet. Und was mich da auch so unheimlich beeindruckt hat, wir sind da morgens um 9:30 schon aufeinander getroffen. Und der kam um 10 mit seinem sogenannten Talk dran. Und das Wiedersehen war, wie wenn man sich am Abend davor getroffen hätte. Also irgendwo verbindet der Sport enorm und da kommen sofort die Gedanken. Wie war das damals, als wir ausgefallen sind? Der erste Sieg von David war ja 1997 in Melbourne beim Saisonauftakt gleich. Wir hatten gerade das Auto in Silbern, den McLaren in Silbern umgefärbt und haben dann gleich gewonnen. Und
ja, so viele Jahre später. Und dann steht man da auf der Bühne, der auf der Bühne da, ich auf der Bühne da. Und wenn man so sich begegnet, hat man ja, das Grinsen im Gesicht. Das ist wirklich eine tiefe, also mir ist es da so aufgefallen, wie tief die Verbindung ist, auch wenn man sich nicht tagtäglich sieht. Und ich glaube, das ist, vielleicht wenn man beruflich ganz eng zusammenarbeitet, aber ich glaube, dass der Sport da eben doch nochmal zusätzlich verschweißt. Und das ist ja sehr schön zu sehen. Ist das ein freundschaftliches Verhältnis, das Sie mit beiden verbindet? Ja, total, absolut. Ja. Absolut. Das war durchaus ein, ich glaube, das ist auch im Sport mustergültig, dass man, ja, man ist der Chef und ist aber trotzdem absolut auf Augenhöhe und nicht irgendwo, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast, sondern da geht man wirklich respektvoll miteinander um. Weil es gar nicht anders geht, weil man abhängig voneinander ist oder woran liegt das? Ja, ich glaube, das ist auch für eine Firma, weil das ein wunderbares Muster. Wird nicht immer so praktiziert, aber ich kann es nur empfehlen, dass man sich in den anderen reindenkt. Zu deinem Rennfahrer wirst du automatisch verständnisvoll sein und sich da ein Muster zu nehmen und zu sagen, sei es dein Mitarbeiter, deinem Mitarbeiter mag ich als Wort sowieso nicht, entweder es ist ein Arbeiter oder es ist ein Mitarbeiter, also Kollege, sei es zu deinem Kollege genauso und versetz dich in die Position von ihm. Put yourself in the other shoes. Das ist ein gutes Motto und ich glaube, das hilft sehr oft. Mhm. Sie haben gerade eben schon die Zeit angesprochen. Sie waren auch Journalist. Sie waren als Journalist in verantwortungsvoller Position auch bei der Automotorsport. Sie haben selbst als Fahrer gearbeitet, Porsche Carrera Cup. Sie waren Manager, haben wir gerade eben schon kurz angerissen, kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Welche war aus Motorsport-Sicht für Sie die schönste Zeit? Ja, natürlich sicherlich die Zeit als Gesamtverantwortlicher und da die Phasen der Siege und der Titelgewinne. Wie war so ein Titelgewinn? Auf die Niederlagen kann man verzichten. Aber es ist tatsächlich so, wenn man nicht gerade so unterwegs ist wie das Mercedes-Team aktuell, dann ist es in der Regel einfach so, dass man mehr Rennen verliert, wie man gewinnt. Also wenn Sie eine Trefferquote haben, bei uns waren das bei irgendwelchen 320 Rennen, glaube ich, etwas über 80 Rennen haben wir gewonnen. Also so statistisch jedes vierte. Das kann sich schon sehen lassen, ist nicht Weltrekord, aber es ist trotzdem ordentlich. Natürlich ist jedes zweite besser, aber jetzt sagt man mittlerweile ja schon, Mercedes würde die Formel 1 langweilig machen, was ich überhaupt nicht finde. Nicht, weil ich daran mitgewirkt habe, dass wir das Team auch, so aufstellt und in die Richtung entwickelt, sondern weil ich einfach der Ansicht bin, im Sport ist derjenige an der Langeweile schuld, der nicht hinterherkommt. Nicht der, der vorne rausfährt, sondern der nicht nachkommt. Mhm. Und deshalb machen die Mercedes-Jungs mit dem Silberpfeil-Team sicherlich einen bewundernswerten Job, das muss man einfach sagen. Wie viel Know-how steckt da heute noch drin in den Siegen bei den Silberpfeilen? Ich glaube, da steckt ganz viel Teamplay dahinter. Und ich glaube, dass wir ein ganz gutes Rüstzeug zusammen kreiert haben. Aber ein Rüstzeug kreieren ist eines und es weiterzuentwickeln und zu perfektionieren ist das andere. Und das haben die unter Leitung von Toto Wolff. Und da ist es. Er tickt genauso wie ich, dass wir, niemand ist ein Einzelkünstler. Das ist Teamplay pur. Und der an der Spitze ist, der wird am meisten gelobt, wenn es funktioniert. Und kriegt auch die Prügel ab, wenn es nicht funktioniert. Also deshalb, das Teamplay muss aber funktionieren, sonst gewinnen Sie keinen Blumentopf. Halten Sie sich heute komplett raus? Oder mischen Sie schon noch mit? Nee, ich bin da komplett raus. Ich bin komplett raus. Und ich bin auch, ich freue mich sehr, wenn die gewinnen, aber es ist nicht ein Zittern und Fiebern und wie das früher war. Und ich glaube, das ist auch gut. Und man muss da auch einen Entwöhnungskurs belegen. Man muss auch, ich weiß nicht, es ist vielleicht wie beim Junkie, wenn er auf Entzug ist. Ich habe das nie ausprobiert, Gott sei Dank, wie man als Junkie, der auf Entzug ist, unterwegs ist. Aber sich abzugewöhnen, die Adrenalinschübe zu haben, das Feuer des Racings, die Spannung, das will auch geübt sein, aber kann ich Ihnen sagen. Aber Sie sitzen doch heute nicht. Wo und wie schauen Sie heute überhaupt Formel 1? Ich habe sogar schon fertig gekriegt, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto unterwegs zu sein, solange ein Rennen läuft. Ich sehe nicht jedes. Ich sehe die reinpassen. Ich sehe schon noch, ja, mittlerweile gibt es ja eine reiche Auswahl, gibt ja immer mehr jedes Jahr, gibt jetzt, glaube ich, 22. Also ich sehe bestimmt die Hälfte immer noch.
Aber da sitzen Sie doch nicht entspannt zu Hause auf der Couch, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sind so ein umtriebiger Mensch. Manchmal liege ich sogar. Ne? Tatsächlich? Hab ein iPad und gucke nach den Split-Seiten, nach den runden Seiten und sehe, wenn einer hinten ein bisschen schneller wird. Das sieht man ja in Sektionen, wird die Rennstrecke in 3 Abschnitte aufgeteilt und ja, koche auch einen Kaffee nebenher. Habe ich früher aber auch gemacht. Also Kaffee nicht gekocht, aber ein Wasser habe ich mir schon geholt während dem Rennen. Schreiben Sie danach eine WhatsApp, wenn es gut lief? Ja, mache ich schon, ja. An Toto Wolff? Ja, schon, an die verschiedenen, je nachdem. Aber nicht regelmäßig und nicht immer. Wir schicken uns auch schon mal eine Voice-Message, wie sich das heute gehört. Und ja. Aber ich glaube, das ist, auch da muss man ein bisschen antizyklisch sein, wenn alle gratulieren und wenn alle die Schulterklopfer kommen, hatte ich auch schon das Glück, das zu erleben, dann macht man besser die Schulterpolster vom Eishockeyspieler rein, weil dann gibt es ganz viele auf die Schulter. Aber wichtig ist dann, wenn man was nicht funktioniert, dass da Unterstützung da ist und dass man dann sagt, ihr habt so vieles richtig gemacht und beim nächsten Mal klappt es wieder. Gott sei Dank, muss man sagen, ist es beim Silberpfeil-Team seit 6, 7 Jahren so gut wie nicht mehr notwendig, weil sie wirklich alles wegputzen. Und für mich ist es sehr, sehr schön, das zu sehen. Sie haben gerade eben gesagt, die schönsten Momente waren natürlich die, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, in denen man gewonnen hat, in denen es einen Sieg gab. Welche war die wildeste Party, die Sie gefeiert haben? Dieses Lächeln, sehen Sie das? Das sagt schon so viel. Welche Party soll ich? Ist die Formel 1 nicht dafür bekannt, dass die wildesten Partys dort abgehen? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es zu Zeiten ohne Social Media noch wildere Partys gegeben hat, kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir heute auch vorstellen, dass es ganz gut ist, dass es damals kein Social Media gab, weil ich weiß nicht, ob wir zu jedem, in jedem Aggregatzustand noch unter Kontrolle gehabt hätten, dass keiner filmt heimlich. Und es ist, glaube ich, im Nachhinein besser, dass vieles nicht gefilmt worden ist. Und im Übrigen bin ich absoluter Ansicht, work hard, play hard. Wenn es einen Grund gibt, mal zu feiern und auch, wie man sagt, die Sau rauszulassen, dann lass sie raus. Die holt man dann auch wieder rein. Aber man muss, wenn man Grund hat, auch abrocken zwischendurch. Das Schlimmste ist, wenn der Sieg Normalität ist und wenn man sagt, alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Also die Freude gehört dazu und auch der Ärger bei der Niederlage. Denn ich glaube, wenn man die Niederlage nicht erlebt, dann holt man auch nicht Schwung, wieder richtig gut zu werden. Was denken Sie? 2 Optionen. Option A, denken Sie, ich hätte nicht gemerkt, dass Sie meine Frage nicht beantwortet haben und die Party nicht genannt haben? Oder Option B, glauben Sie, Sie kommen damit durch? Also früher, als es live war, bin ich immer damit durchgekommen. Das klappt heute nicht. Weil meistens, ich kann Ihnen nicht sagen, warum, weil Ihnen quatscht nicht dauernd einer aufs Ohr. Das stimmt. Aber dem Kai Ebel und den Herrschaften hat immer einer aufs Ohr gequatscht. Und dann konnte man währenddessen erzählen und keiner hat mir zugehört. Ja, und ne? Wenn der gesagt hat, apropos, wie sieht es denn mit Rot aus, habe ich auch gerne was über Schwarz oder Gelb oder Grün erzählt. Ja, Grün nicht so gern, aber... Nee, man kann da sein Statement machen, wenn man live ist. Ja? Und hier wird ja auch 1:1 übertragen. Also rausschneiden ist ja nicht, oder? Rausschneiden ist ja nicht. Wir machen das genauso bei der Frage, wann Sie die wildeste Party gefeiert haben. Ja, die kommt hoffentlich noch. Ach so. Ja, klar. Und rückblickend während der aktiven Karriere als Sportchef in der Formel 1 oder bei Mercedes, welche war da die... Also da gab es eine Tradition, das ist ja auch kein Geheimnis, da gab es eine echte Tradition, dass die ganze Formel 1-Truppe hat am Jahresende, traditionell war das letzte Rennen Suzuka und da ging dann richtig der Punk ab nach dem letzten Rennen und da war, ja, wie gesagt, das sind die Szenen, die besser nicht auf Social Media übertragen wurden. Heute filmt der Rennfahrer ja gern, wie er einen Weihnachtsbaum aufstellt. Vielleicht auch. Oder Look at my breakfast egg ist auch immer wieder gibt's wieder der Beitrag. Oder I had a good morning run, um auch dem Sponsor zu zeigen, guck mal, ich wetze ja immer jeden Morgen artig 7,3 Kilometer in neuer Rekordzeit. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass damals nicht
gezeigt worden ist, was sogar in den Karaoke-Hütten so alles passiert ist nach dem letzten Rennen. Nehmen Sie uns doch mal wenigstens einen kurzen Moment mit in die Karaoke-Hütten Suzukas. Ja, das war tatsächlich so, dass eben die Jungs, die sich gerade noch auf der Rennstrecke ordentlich gegeben haben, auch die Mechaniker, alles drumherum, haben eine wirklich tolle, gute Party gefeiert. Da wurde natürlich dann stilles und sprudelndes Mineralwasser getrunken. Wie man sich das vorstellt. Am nächsten Morgen danach. Davor gab es schon ein bisschen alkoholische Getränke. Da haben die so richtige Zuber aufgebaut mit Ice Cubes drin und dann wurde da alles reingeschmissen, was Bier und alles. Und dann wurde auch gesungen in den Karaoke-Hütten. Karaoke ist ganz berühmt in Suzuka, ist mittlerweile abgebaut wohl dort. Und da ist man dann von Hütte zu Hütte getigert. Haben Sie gesungen? Ja klar, alle. Da war der Michael Schumacher war ein Leader of the Pack immer. Der hat da immer gut agiert und auch der Davy, der Mika, alle. Also Fotos gibt es davon. Wir haben auch einen eigenen Film hier und da mal gedreht, so von ein paar Szenen, der aber absolut unter Verschluss ist. was auch besser ist. Müssen wir tun, dass Sie den jetzt auspacken? Nee, das versteht man nur, wenn man das ganze Programm dabei gesehen hat. Wenn ich den Film jetzt einspielen würde, dann würden viele sagen, sagen wir, sind die Ballaballa. Aber man kann nur nach den Erfolgen oder wenn die Saison rum ist, muss man auch mal für eine Nacht Ballaballa sein. Ich hab ein sehr lebendiges Kopfkino. Ich stelle mir jetzt vor, also Karaoke-Bar, Suzuka, Norbert Haug steht auf einem Tisch und singt was? Smoke on the Water zum Beispiel. Oder Deep Purple. Ja, wie es kommt, alles. Also meistens eher weniger Love-Songs in dem Fall. Nee, schon die Rockknaller, die Highway to Hell und so Zeug, was man halt so. Ja, aber nicht auf dem Tisch, sondern auf der Bank ist man gestanden. Müssen Sie sich vorstellen, wie eine Sauna. Mhm. Und dann Bänke drumherum und vorne gucken alle in einem Monitor und das Mikrofon geht dann so reihum. Und jeder darf mal. Und dann wird ja bei Karaoke der Text eingeblendet und die wirklich guten Profis haben den Text schon drauf. Und da ist der Monitor vorne und die singen in die Richtung. Das sind ja dann die ganz großen Füchse. Und da gehen etwa 20 Leute rein in die Hütte und etwa 60 sind drin. So müssen Sie sich vorstellen. Jetzt sagen Sie schon heute mit Social Media und dem, was sich so verändert hat, wahrscheinlich unvorstellbar, solche Partys nochmal zu feiern, wie Sie es damals gemacht haben. Die gibt es schon noch, um Gottes Willen, und das ist auch gut so. Da wird schon noch, ich glaube, wenn nicht mehr gefeiert und nochmal abgerockt wird. Ich glaube aber, wichtig ist, und ich weiß nicht, ob da heute immer noch alle dran denken, also erst arbeiten und dann feiern. Ist besser, wie erst feiern und dann nicht mehr arbeiten können. Geschickt ist, wenn man es verbindet. Ne? Wenn man so eine Biersendung Beispiel macht, da kann man beides auf einmal. Das ist perfekt. Ja, absolut. Aber ich glaube, einen Grund zu schaffen für Freude und dann zu feiern, das kennen wir, glaube ich, alle, ist besser, wie wir feiern halt mal so ein bisschen vor uns hin und dann sehen wir, was passiert. Also wir sind ja nicht als Feiergesellschaft um die Welt gereist, sondern als wirklich hart arbeitende Truppe. Und dann meine ich, und das meine ich auch heute bei Betrieben, bei Unternehmen, da wirklich mal mit den Kollegen zu feiern und dass die Chefs auch damals zeigen, ich singe euch mal ein Liedchen oder ich kann was auf der Gitarre spielen oder ich erzähle euch eine Story von was weiß ich was. Das versetzt Berge, das kann besser sein wie jede Gehaltserhöhung. Norbert Haug, heute Abend auf ein Bier mit. Wir machen eine ganz kurze Pause. Sie bleiben alle? Ja. Sie auch? Wir sehen uns gleich. Bleiben Sie bei uns. Ab sofort jetzt neu. In Ihrem Autohaus Reifen Weiß. Der neue Subaru Forester und XV als E-Boxer. Mit garantiertem Fahrspaß. Vorbeikommen lohnt sich. Neuwagen, Gebrauchtwagen, Reifenservice, Autowäsche und E-Bikes. Ihr Autohaus Reifen Weiß, der Subaru Allrad-Spezialist. Wir als Familie sind hier jederzeit gut beraten. Ich habe mein E-Bike bei Fahrradböttcher gekauft. Ich finde einfach, hier stimmt die Beratung, der Service und der Preis. Wir haben hier Fachkompetenz, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Bei Fahrradböttcher Service und Beratung top. Fahrradböttcher.
Ihr E-Mobilitätscenter in Bellenberg. Nie mehr streichen. Dies bietet die Firma Kaubbalkone mit ihren witterungsbeständigen Balkongeländern aus Aluminium. Durch die Kombination von Aluminium und der pulverbeschichteten Oberflächenveredelung müssen Sie nie mehr streichen. Besuchen Sie die große Kaubbalkone-Ausstellung mit ihrer Vielfalt an Balkongeländern, Terrassenböden, Sichtschutz und Gartenzäunen aus Aluminium. Gewerbegebiet Blaubeuren-Seißen. Lästige Mitbewohner? Wir schaffen Abhilfe. Kaiser Insektenschutz in Witzighausen. Willkommen zurück im Goldenen Bock hier in Ulm. Weiter bei mir der frühere Motorsportchef von Mercedes, Norbert Haug. Schön, dass Sie weiterhin da sind. Wir haben gerade eben schon zurückgeguckt auf die wilden Partys, die Sie gefeiert haben. Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die aktuelle Situation im Motorsport. Wie hat sich die Formel 1, wie hat sich der Motorsport, wie hat sich das alles verändert? Gut, ich glaube, zumindest in Deutschland ist die Interessenslage ein bisschen eine andere geworden. Also das war ein regelrechter Hype Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, als dann Michael Schumacher angefangen hat. Der hat ja auch 5 Jahre mit Ferrari geübt, gebraucht, bis er den ersten Titel geholt hat. Und dann hat er 4, glaube ich, am Stück gemacht. Aber das war schon eine Hochzeit und da war ein richtiger Hype. Da hat man, wie Sie sagen, ist man morgens um 4 Uhr aufgestanden. Das machen heute vielleicht weniger. Heute kann man vielleicht das eine oder andere auf Versetzt oder in der Mediathek oder wie auch immer anschauen. Aber es ist immer noch nennenswert, das Interesse an der Formel 1, zumindest was TV-Übertragung betrifft. Also um die 5 Millionen Live-Zuschauer, das ist absolut beachtlich und nennenswert. Und es gibt kaum eine Sportart, die das überbietet, außerhalb des Fußballs. Was abgenommen hat und was natürlich sehr schade ist, auch aus meiner Sicht, ist die Rennen vor Ort, also die Hockenheim und Nürburgring. Es gab 12 Jahre hintereinander 2 Rennen in Deutschland mit 100.000 Zuschauern und mehr. Und volle Tribünen und Riesenstimmung. Und jetzt gibt es gar keine mehr. Und was ich eben auch bei der Motorsportwelt sehr beachtlich finde, da haben sie keine Ultras, keine Pyros, keine Plakate, keine Beleidigungen. Was im Fußball praktiziert wird, funktioniert, wird im Motorsport, ist mir nicht bekannt über meine ganze Zeit. Meine aktive Zeit, das waren 22,5 Jahre, habe ich nie erlebt. Ich habe zwar mal einen ins Betttuch gehüllt über die Strecke rennen sehen, dann musste das Rennen abgebrochen werden. Das war auch nicht im Sinne des Erfinders, hat uns auch einen Sieg gekostet in Hockenheim. Aber dass es da irgendwelche Beleidigungen auch von den Zuschauerrängen aus gibt, das gibt es im Motorsport nicht. Und ich denke, das ist bemerkenswert, weil eigentlich denkt man ja, Auto und Brumm-Brumm und so, das sei aggressiv und wie und was, aber das ist nicht so. Sie haben vorhin eingangs gesagt, früher war es ja auch noch, Sound haben Sie gesagt, oder Lärm war es nicht, Sie hatten es anders tituliert. Lärm? Nein, ich sage, Gottes Willen, jetzt sagt der Wagner Lärm. Nein, Sie haben, glaube ich, gesagt, der Sound war ein anderer. Ja, Sound. Das heißt auch so. Da hat sich ja was verändert. Ja, das ist keine Kunst. Damals hat man 20.000 Umdrehungen gedreht, anfangs mit 10 Zylinder, dann mit 8 Zylinder. Und es war natürlich das ist Musik in den Ohren von den Fans. Und jetzt notgedrungen ein Turbolader, ein Turbomotor, der niedriger dreht. Also der Sound wird gemacht durch die hohen Drehzahlen. Und wenn ich da nur halb so hoch Motor habe, der statt 20.000 10.000 dreht, dann ist der Sound auch dumpfer. Der Sound ist auch okay, aber er spielt natürlich eine enorme Rolle. Nur ich bin absolut ein kompletter Gegner von früher war alles besser, wir leben im Hier und Jetzt. Und wenn wir zurückblicken können und sagen, das war cool und das war schön und das ist die Säule, auf der wir was aufgebaut haben, von der Fraktion bin ich. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe vor 7 Jahren oder vor 10 Jahren, erinnere ich mich noch, oder an den Monaco-Sieg von da und da oder an euren Ausfall von damals, wie konnte das passieren? Und wenn es dann 10, 20, 30 Jahre nachwirkt, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
Aber jetzt müssen wir mit den Dingen umgehen, die wir jetzt haben. Und jetzt ist eine andere Zeit. Als wir mit der Formel 1 so stark waren, so hype-mäßig, war der Fußball noch nicht so stark. Das war auch vor Sommermärchen etc. Und die Interessenslage hat sich einfach ein bisschen verändert. Was ich bedauere, ist, dass es die deutschen Grand Prix nicht mehr gibt, weil das waren echte positive Festivals. Und zwar Festivals ohne Wasserwerfer und ohne Rundumbewachung, sondern ein frohes Fest von Leuten. Die haben allein getrunken, aber die haben unheimlich viel Spaß gemacht, haben gecampt und haben ihrer Marke, ihrer Farbe die Daumen gedrückt. Eigentlich ganz genauso, wie es sein soll. Können Sie heute auch noch Nürburgring beispielsweise bei 24-Stunden-Rennen erleben. Wirklich friedliche Leute, die Spaß haben. Und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man als Autonation Deutschland auch mal Spaß am Auto hat und nicht nur auf ihm rumprügelt. Da sind Sie genau bei dem Thema, zu dem ich wollte. Wir sind in einer Zeit, in der über das Auto diskutiert wird und über den Verbrennungsmotor an sich diskutiert wird, in der viel über Klima gesprochen wird. Wohin entwickelt sich das, wenn man dann auf Motorsport schaut? Es gibt ja beispielsweise schon die FIA Formel E. Maximilian Günther war auch schon mal in der Sendung, ist ja da aktiv. Also wohin geht da die Reise? Gut, ich glaube, das wird in verschiedene Richtungen gehen, hoffentlich. Und ich denke auch, dass Formel E, Formel 1, das ist nicht, das kann man nicht in einem Atemzug nennen, was die Bedeutung betrifft. Aber die Formel E hat da in den letzten Jahren sicherlich gut vorangemacht und hat sich ein eigenes Feld erarbeitet. Aber vielleicht generell zu dem Thema Auto, was ich gesagt habe. Wir hören ja so vieles, was alles nicht geht mit dem Auto. Und wenn man dann nach Ulm fährt, dann sieht man, dass es ohne Auto überhaupt nicht geht. Ich weiß nicht, ob die alle gefahren sind, weil sie wussten, dass ich komme. Ich glaube nicht. Aber ich fahre hier dreimal ums Karree und eine Kollegin muss mir dann einen Parkplatz reservieren und ihr Fahrzeug wegstellen, damit ich mein Auto irgendwo abstellen kann. Also so entweder was machen Sie? Sie lassen die Kollegin umparken. Ja, nur damit ich bei Ihnen pünktlich bin. Sehr gut, das begrüße ich. Sonst hätte ich wahrscheinlich einen Anpfiff gekriegt und das mag ich nicht so. Aber nee, ernsthaft, machen die alle was falsch, die hier mit dem Auto unterwegs was sind? Was wünschen Sie sich da? Oder brauchen die das Auto? Ja, ich wünsche mir fließenden Verkehr und ich wünsche mir eine zusätzliche Schikanen, die fließenden Verkehr verhindern, weil der kostet uns jeden Tag 10-15% unserer Zeit. Ich wünsche mir grüne Welle und ich wünsche mir auch beispielsweise, dass fließender Verkehr die Umwelt weniger belastet als Stop and Go. Und wir kreieren Stop and Go an jeder zweiten Fußgängerampel. Wir haben Fußgängerüberwege abgebaut. Wir haben Dinge einfach gegen den Verkehrsfluss getan. Und ich will jetzt gar nicht spezifisch auf einzelne Städte gehen, aber mit einer intelligenten Verkehrsplanung geht es absolut besser. Ja. Und nochmal, gerade speziell, wenn man schon von Stau und Stuttgart ist ja dann natürlich irgendwo mittendrin, die Leute fahren nicht freiwillig da durch die Stadt, aber die können nicht links rum, sie können nicht rechts rum, sie können nicht unten durch und oben drüber geht es auch nicht. Ja. Und wenn es die einfache Möglichkeit des öffentlichen Verkehrsmittels gibt, dann nutzt man das auch. Aber ich glaube nicht, dass jemand masochistisch genug ist, sich freiwillig in den Stau von Stuttgart zu stellen. Und glauben Sie mir eines, im Elektroauto wird der Stau nur unwesentlich mehr Spaß machen als im Verbrenner. Prognostiziere ich mal. Und ich glaube, wenn es dann mal warm ist, dann macht er noch weniger Spaß, weil wenn ich dann noch die Klimaanlage brauche, dann muss ich vielleicht auch noch mal zum Aufladen zwischendurch. Also so löst man die Probleme nicht. Und ich glaube, wir müssen ein wirklich integriertes Konzept haben. Und da bin ich sehr dafür. Ich bin für viele, viele Mobilitätslösungen. Aber ich bin strikt dagegen, alles nur auf den Autofahrer abzuladen. Das ist nicht der Weg. Spannendes Gespräch heute Abend. Norbert Haug, mein Gast, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich brauche noch eine Unterschrift. Ja, gerne. Und sage an Sie schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Vielen Dank an Sie. Ein launiger Abend, Norbert Haug. Dankeschön. Dankeschön. We'll be right back.
mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.